Wir haben zwei Skelette, die fleißig beim Trainieren sind schon mal. Den Magier brauchen wir nicht. Wir brauchen wirklich nur die Mönche und wir sollten auch wirklich nur Mönche bekehren. So. Deswegen Goblins, Tür einschlagen. Den einen Gockel heilen. Wo willst du hin? Du sollst Tür einschlagen. Sehr schön. Jetzt brauche ich einen Imp, der hier anfängt, den Boden einzunehmen und damit die Mönche rauslockt. Da ist noch einer. Ein ziemlich angeschlagener dazwischen. So, genau. Geschlagener Imp. Dann machen wir das mal anders. Gehen wir mal kurz in einen der Goblins rein. Oh, da kommt ja einer, den wir verhauen können. Ich will die nämlich auf meinem Gebiet verhauen, dass ich sie auch gleich einkaschen kann. Hallo. Was für komische Geräusche die machen. Die sehen komisch aus, bewegen sich komisch und machen komische Geräusche. Typisch Mönche. Da vermöbelt sie mal. Du wirst da gefoltert und so. Gut ist. Schnappt euch die Mönche. Erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer. Sehr gut. Dann kann gleich der nächste zu foltern. Ihr erbeutet ein Portal. Oh, und wir haben das Portal gekriegt. So. Das bedeutet, wir dürften bald neue Kreaturen kriegen. Wo geht es da lang? Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ah ja, wir haben unseren ersten Teufler bekommen. Der kann sich dann gleich mal an die Arbeit machen. Und zwar mehr hier zwei Eisentüren sitzen. So. Ihr erbeutet einen Raum. Ja, die kaputten Portale hier, die waren schon von Anfang an kaputt, komischerweise. Ihr erbeutet einen Raum. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Magier. Sehr gut. Wenn wir dann mal ein Level 4 Skelett haben, gehen wir mal die Kanone kaputt machen. Die nervt nämlich gerade ein bisschen. Die hat mich wohl, so wie es aussieht, schon einen Imp gekostet. Mit einem Level 4 Skelett dürften wir die kaputt kriegen. Also dahinter ist nur ein verwinkelter Raum. Nein, wir sollten nicht unbedingt. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben. Mögliche Wege gehen. Auferstanden. Blödsinn, was wollte ich jetzt mit denen? Ja, so die Tür einschlagen. Die Brücken herumbohren. Kommen nicht zur Hühnerfarm. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Was soll das jetzt? Jetzt rennen alle zur Hühnerfarm oder was? Gut, dann mache ich es eben per Hand wieder mal.
Hä? Ah, wo kommst du denn her? Komm hier rein, los. So, gut. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Den kann gleich mal einer meiner Imps einsammeln. Ach, hat schon einer eingesammelt. Und ich habe noch eins zu verhören. Sehr schön. Jetzt brauche ich mal ein Level 4 Skelett, genau dich da. Komm her. Wie das geschützlos werden. Was mich da hinten nervt und ärgert. Oh. Ja genau, schieß weiter auf die Imps. Und nicht auf mich. Das war daneben. Und das war's. Sehr schön. Vampire können, soweit ich weiß, nicht über Wasser gehen. Was auch Sinn macht. Das hatte ich auch in der letzten Mission schon bei meinen Vampiren bemerkt. Auch du solltest nicht kaputt gehen. Sehr schön. Ein Mönch wurde unglücklich, weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Winzen befindet. Das ist weniger schön. Aber im Augenblick brauche ich erstmal Gold. Also grab mir mal die Richtung und grab mal diese einzelnen Golddinger frei. Denn ich brauche dringend jetzt ein Casino, damit ich meine Leute glücklich machen kann. Es ist Zeit. Ich könnte fast schon hier weiter graben und noch einen Weg in meinen Dungeon öffnen. Aber das wäre mir etwas zu gefährlich. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer gekehrt. Sehr schön, dann kann jetzt der letzte Mönch, den ich noch habe, gekehrt werden. Gut. Genau, bringt mir mehr Gold. Dann kann ich hier nämlich ein Casino errichten. So, das ist auch schön groß. Zur Not könnte ich es noch eins größer machen. Ja, buddelt mal hier noch die Wände weg. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. So, jetzt reiße ich hier die erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Naja, die Mönche sind unglücklich. Ein Mönch wurde unglücklich, weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. Der wird sich aber jetzt besaufen gehen, so wie es da oben steht, und dann wird er wieder glücklich sein. Euer Casino ist zu klein. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Deswegen werden es bei den Imps etwas vergrößern. Zur Not kommt auch noch die Wand hier weg. Dann ist es groß genug, hoffe ich mal. Auch wenn es direkt neben der Bücherei ist. Wie viele Teufel habe ich? 4 Stück. Dann geht mal alle hier arbeiten. Ich will die Eisentüren so schnell wie möglich da stehen haben. Das hier ist ein schöner langer Gang. Der eignet sich gut für eine Indie-Falle. Hier geht es dann durch die Tür durch. Dahinter habe ich nämlich einen Kerker vorhin entdeckt. Hier. In dem Raum. Die Tür meide ich mal. Grab mal weiter in die Richtung. Da scheint es noch mehr Gold zu geben. Meine Mönche sollen trainieren. Ja, so ist es gut.
kann ja mal auf Falschspiel stellen. Wenn die Goblins etwas Geld verzocken. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Gut, das reicht mal. Der Gehirnwäschezauber ist ein widerlicher Schock für die meisten Geschöpfe, denn er vermittelt ihnen die Illusion, ihre Freunde seien ihre ärgsten Feinde. Ah ja, der... Ein Mönch wurde unglücklich, weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. Er dreht kurzzeitig den Gegner um. Und da ist ein Edelstein. Juhu, also ist mein Geldvorrat schon mal gesichert, also brauche ich das Casino nicht mehr falsch spielen zu lassen. Kann es immer großzügig sein. So. Und groß genug ist es jetzt hoffentlich auch. Mit einem Roulette-Tisch, Kartentischen, Würfelfässern und was da noch alles steht. Und da ist sogar ein Zauber. Was ist mit dem Magier? Der hat Hunger. Und der Mönch? Der schmollt. Ach, dann lass ihn schmollen. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Jawohl. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand. Machen wir den Schlafraum für die Mönche noch etwas größer. Da ist wirklich ein Edelstein. Ach, das kommt gerade gut. Dann kommen wir hier, kommt hier eine kleine Schatzkammer hin. Und wenn ich Gold brauche, eine Stahltür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Wird der Edelstein ange. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. Lass sie schmollen. Der Mönch, der schmollt auch. Der Magier besäuft sich, dann ist er auch wieder glücklich. Lassen wir erst einmal alle mit seinem Lauf. Also wenn hier ein etwas längerer Gang ist, sollte ich hier Indie-Fallen und Auslöser-Fallen aufstellen. Indie-Falle. Eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Da sucht ihr mal eins. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer. Platz zum Schlafen. Welche Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer denn jetzt? Hä? Muss ich das verstehen? Die Schatzkammer ist hier. Jeder kann zur Schatzkammer gehen, wie er will. Ein Zauberer ärgert sich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Mach mal den Schlafraum größer. So. Im Augenblick sind alle happy. Hier ist auch alles gut. Hier habe ich gerade keine Gefangenen mehr. Dann wird es vielleicht mal Zeit, dass wir durch die Tür durch... hauen. Eine Stahltür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Räume dahinter. Einnehmen. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Hier noch eine Stahltür. Und hier vorne, hier in dem offenen Bereich, kommen dann... Ich hab das noch weg und das noch weg. Hier kommen dann Schuss, also eine Wächterfallen neue hin. Ist in euren Dungeon gekommen. Was ist jetzt immerhin? Jetzt kommen auch. Jetzt kommen Trolle. Ich habe schon 5 Teufler, jetzt kommt ein Troll. Okay, ich kann mir noch Imps leisten. 2 Stück. Denn ihr scheint hier ziemlich viele Imps zu brauchen. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. Das werde ich mir wohl die ganze Folge über anhören müssen, sowas. Also die ganze Mission über.